Hier ist nichts. Waren jetzt nochmal die Batterien hier gewesen? Ich will auch was sehen. Ich wollte gerade sagen, es ist. Ach, okay, dann sind die ja doch hier. Dann sind die vielleicht nicht mal unbedingt oben versteckt. Oder ich habe auf dem Gang noch einen übersehen. Aber ich kann halt nicht die ganze Zeit das Licht anlassen. Okay. Einer fehlt noch. Aber wo ist der? Vielleicht noch oben auf dem Gang? Ich meine, jetzt. Kannst du nicht irgendwo einen Schlüssel geben? Hier unten hatten wir ihn. Drei hatten wir in dem. Dings gehabt. In dem Zimmer direkt drin. Aber hier. Also kann sein, weil ich jetzt keine Taschenlampe mehr weiter hatte und mich in dem Gang nicht weiter umgeguckt habe, dass ich hier den einen übersehen habe. Hier kann ich auch nichts machen. Kann sich nur um Stunden handeln. Wäre natürlich kacke, wenn der irgendwie fehlen würde. Ne? Wo ich mir das kaum denken kann, dass das. Okay, das sind nochmal Batterien. So, ein bisschen Eimer. Okay, hier ist unten nochmal gucken, wenn ich es dann da nicht finde. Ganz ehrlich, dann werde ich so ein bisschen rumlatschen und werde ich an der Stelle einen Cut machen. Ansonsten wird es, glaube ich, zu langweilig. Kann ich mir gut vorstellen. Weil ich finde, der hier nicht großartig ist. Auch wenn das dazugehört. Außerdem sind meine Batterien schon wieder fast alle. Hier noch einen zweiten? Nee, ne? Da, 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 da. Wo sich das hier halt voll anbietet, dass hier irgendwo vielleicht ein Schlüssel ist. Das Ding ist, ich muss nicht mal rennen. Ich muss einfach bloß die Taste gedrückt halten, dass der dann irgendwann macht. Hier noch was übersehen? Das Buch hatten wir, ne? Drunter vielleicht? Aber das wäre mir doch aufgefallen. Glaube, würde ich jetzt mal behaupten, wenn hier noch einer rumstehen würde. Okay. Da ich jetzt hier nochmal alles durchgelatscht bin, ich werde halt mal gucken. Und dann sehen wir uns an der Stelle wieder, wenn ich den Kerl gefunden habe oder wenn ich eine Schlüssel oder einen Schlüssel gefunden habe für eine Tür. Also, bis gleich. Hi, da bin ich wieder und ich habe unser Kumpel gefunden. Ach, wie kacke, Alter. Der steht direkt vor der Türe. Bin erstmal 5000 Mal hier lang gelatscht. Okay. Gut, da haben wir einen. Dann sollte ich doch theoretisch der Schrank öffnen, oder? Ah, ich wollte gerade sagen, eigentlich doch ein. Darf ich? Dankeschön. Den Schlüssel. Okay. Gut, fragt sich jetzt bloß wohin damit, ne? Gut, hier ist es nicht. Aber das war trotzdem so. Ich könnte mich schon wieder über mich selber ärgern. Ich meine, der stand direkt vor der Tür. Aber. Wenn man halt nicht das Licht anmacht, also ich hoffe, ihr könnt überhaupt was, also vernünftig das Ganze sehen, ist halt schon ein bisschen doof. Und es ist ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass wir hier anscheinend nicht in alle Räume reinkommen. Aber ist bloß ein Indie-Spiel. Ich glaube, das hat gar nicht mal so viel gekostet, vielleicht 2 Euro oder so. Ah. Also, da ist das, denke ich mal, schon okay. Okay, dann mal wieder Batterien, das ist sehr schön. Ich suche hier aber eher nach einem Tagebuch oder noch nach einem anderen Schlüssel. Wenn ich denn hier durch darf. Warte.
Man darf ja nicht überall lang, leider. Okay, bitte unterschreiben, wenn Sie zustimmen, dass Bart Blake endgültig von der Schule verwiesen werden soll. 1 bis 200, alle Namen und Unterschrift. Na gut, dass wir ein übelster Assi waren. Das ist klar, oder? Das war's? Kein Schlüssel, kein gar nichts. Habe ich beim Schreibtisch noch irgendwas vergessen? Ja. Die Batterien. Ich meine, zum Glück haben wir ja eigentlich genug, aber... Glaube ich. Hoffe ich. Wo mache ich da? Ne, da liegt nichts. Vielleicht gilt der Schlüssel ja auch für mehr Dings. Also hier, für mehrere Räume. Oder es hat sich wieder irgendwas geändert. Kann er mal probieren? Nee. Besonders hier, das ist mir vorhin schon aufgefallen, die Wand. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir durch die Wand noch irgendwie durchkommen. Weil sie sieht doch ein bisschen stark. Hier war ich, glaube ich, schon, ne? Sieht halt auch ein bisschen sehr stark anders aus. Hätte ich es hier schon probiert? Okay, irgendwas muss da sein. Ich habe schon wieder irgendwas vergessen. Ein Stift zum Unterschreiben habe ich nicht. Da, oh, was ist das denn da? Was bist denn du? Ja, lol, ich nehm's einfach auf und nicht erklärt. Ich dachte, das wäre jetzt irgendein Sammelobjekt oder so. Aber was soll ich damit? Ich meine, das ist bloß die Liste. Okay, hier habe ich ein... Kann ich aber auch nichts machen mit dem Koffer? Oder Schatulle oder was auch immer? Natürlich. Neuer Schlüssel. Ich mag so eine kleinen Rätselspielchen eigentlich ganz gern. Die sind zwar nicht allzu schwer, wenn man sich nicht gerade doof anstellt, so wie ich. Aber das kann man schon mal gerne machen. Auch wenn die jetzt nicht so wirklich viel Sinn ergeben, aber hey. Sollte hier passen. Okay, ich wollte gerade sagen, vielleicht könnte man ja draußen was sehen. Nee, das ist ja mit Gehirn oder keine Ahnung was umgeben. Okay, Batterien, ihr wisst Bescheid. Hey! Nummer 4? Nummer 4, ich weiß nicht... Oh. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich das hier wieder... Das hätte nämlich gedauern können. Grace? Nee. Orakel? Das passt. Was habe ich geöffnet? Ich meine, ich habe irgendwas gehört, aber was habe ich denn jetzt geöffnet? Oder habe ich draußen irgendwo... Ihr habt es ja auch gehört, ne? Was habe ich denn jetzt aufgemacht? Ach, hier kann ich wieder nicht durch. Die gegenüberliegende Tür ist es nicht. Hä? Da hat sich auch nichts geöffnet. Moment. Beim Schreibtisch war aber auch nichts. Oder was sich da geöffnet hat? Oder hat sich unter dem... Oder? Warte mal, nee, unter dem... Ich komme schon wieder nicht hier vorbei. Hä, was soll...
Spiel! Du lässt mich wieder dumm dastehen. Gut, ich lasse mich vielleicht auch selber dumm dastehen, aber Mann, Spiel. Ach, Batterien. Batterien. Hat sich auf der anderen Seite vielleicht der Wand was geöffnet? Das könnte ich mir noch vorstellen. Ich habe ja bloß auf das Weiße geachtet. Ist aber auch nichts. Ich habe den Raum offen. Der Raum... Ah, okay, gut, dann... Dann habe ich den anscheinend geöffnet. Komisch. Okay, was haben wir denn hier? 200 Schüler verlassen Schule aus Protest, weil Schulbehörde den Verweis von Bart Blake verweigert. Alter, wie scheiße müssen wir denn als Bart gewesen sein? Das will ich aber wirklich wissen. Ich meine, wir haben ja noch, glaube ich, 2 Kapitel vor uns. 200 Schüler, 12 Lehrer und weitere Angestellte kommen nicht mehr in die Schule. Sie sind alle an eine andere Schule gewechselt, wo sie auf eine dauernd verbleiben, wo sie auf einen dauernden Verbleib bestehen. Okay, die Schule wurde nun endgültig geschlossen. Heute sieht man im Vorbeigehen ihren Verfall. Unsere Reporter schauten kurz hinein, kehrten aber gleich wieder um aufgrund des Mordes und weil ihre Taschenlampe kaum Licht in das Dunkel brachten. Also haben wir doch einen Mord begangen. Ganz ehrlich, ich hätte mir sogar... eher was anderes gewünscht. Das ist halt von der Story zu einfach. Oder zu vorhersehbar. Das ist ein bisschen schade. Aber ich glaube, wir kommen jetzt auch in... Chapter 5. Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich... Doch, Chapter 5? Wenn ich es betrete, doch, wir haben noch 2 vor uns. Werden wir aber die Leiche finden, oder ist die Leiche immer noch da? Hey! Noch eine Kamera. Vielleicht finde ich wenigstens alle Kameras. Mal gucken. Hier geht es mit Sicherheit nicht rein. Da haben wir noch Batterien für später. Okay. Wahrscheinlich, weil Fadi hat halt ordentlich Geld reingesteckt, dass wir nicht rausgeschmissen werden. Gerade bei einem Mord. Ding ist halt nur... Ist das eine Sache, die man uns nachweisen kann? Warte mal, bevor ich da reingehe. Oder nicht? Nochmal Batterien. Okay. Aber Mord an wen? Aus welchen Beweggründen? Weil wir einfach nur Bock drauf hatten? Oder... Nett. Warte. Ich dachte gerade, da würde jemand hängen. Ich habe zu viele Horrorspiele gespielt, glaube ich. Kann ich hier hoch? Oh, ich kann sogar hier hoch. Aber hier ist nichts weiter, ne? Zettel können wir auch nicht aufnehmen. Da müsste ich ja glatt mal gucken, wie viele Kameras es in dem Spiel gibt. Ja, lol. Also, dass uns das selber als Person nicht loslässt, weil wir hier einen Mord begangen haben und uns das halt relativ fertig macht, über die Zeit vielleicht, wenn man auch älter wird, ist ja okay. Aber warum haben wir den begangen? Liebes Tagebuch, ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Einerseits ist es toll, andererseits ist es falsch. Einer meiner Klassenkameraden ist in Frau Redmans Haus eingebrochen. Sie lebt offenbar in der Nähe der Schule und er hat sich an dem Tag krank gemeldet. Verdächtig, oder? Jedenfalls hat er uns Nacktfotos von ihr gezeigt. Wahnsinn, er meinte, sie hätte gerne Modell gestanden, aber komisch, dass sie nie direkt zur Kamera schaut. Gut, sie ist kein junges Gemüse mehr, aber trotzdem hübsch. Ich meine, ich wäre stolz, wenn ich auf Fotos so aussehen würde. Und Jungs interessieren sich nur mal für Frauen, oder? Ja, von wegen gerne posiert. Hat er eingebrochen, hat sich versteckt, hat heimlich Fotos gemacht, mit Sicherheit. Es ist aber komisch dafür, dass wir erst in gar keinen Dingsfelder reingekommen sind. Gar keinen Raumreiter reingekommen sind, ist jetzt hier relativ alles offen. Da
Haben die wohl sehr schlampisch hier gearbeitet beim Abschließen. Okay, ich bin ja eigentlich wahrscheinlich bloß wegen die Batterien. Batterien. Ich habe das nicht umsonst Ich konnte es gerade kurz nehmen. Warte. Ich krieg das hin. So. Geil. Hey, Nummer 6. Jetzt weiß ich auch, warum in diesem kurzen Spiel so viel, also vergleichsweise viel Errungenschaften zu kaschen sind. Auch nicht schlecht. Und ja, vielleicht spreche ich ein bisschen zu viel darüber. Darf ich? Anscheinend nicht. Aber ich sammle halt gern Trophäen. Zwar nicht unbedingt auf Steam und auch nicht für Xbox. Aber auf einer anderen Plattform. So, liebes Tagebuch, na jo, heute ist alles noch schlimmer. Nicht nur, dass das Schuljahr fast vorbei ist und jeder die Nacktfotos von Frau Redman bekommen hat. Gestern hat sie davon erfahren und ist zusammengebrochen. Der Direktor musste sie zu ihrem Auto bringen. Die meisten von uns waren schockiert. Ich habe das Getuschel aus den hinteren Reihen gehört. Heute hatten wir keine Lehrer. Sie kamen nicht in die Klasse. Sie konnte weder vor ihren Kollegen noch vor ihren Schülern treten. Es war ihr so peinlich. Am Ende der Klasse kam der Direktor, um uns zu sagen, dass die Schule für dieses Jahr aus sei und uns mitzuteilen, dass Frau Redmond aufgrund ihrer Depression selbst... Oh. Okay, wir haben niemanden umgebracht, wir haben jemanden in den Selbstmord getrieben. Warum habe ich jetzt einen Hammer? Das ist natürlich richtig scheiße. Dafür haben wir den Hammer. Nur wird vielleicht eine gewisse Frau Redmond noch Rache nehmen? Oder sind wir hier, um unsere Rache zu bekommen? Oder werden wir vielleicht selber... Okay. Heißt... Sechstes und letztes Kapitel. Und ganz ehrlich, wenn jetzt irgendjemand kommt oder irgendeine Frau hier kommt, die uns vielleicht an Kragen will, verdient er das eigentlich, oder? Laut einem Gerücht kann man, wenn man die Schule besucht, Frau Redmonds Überreste durch die Gänge streifen sehen, wie sie alle Schultüren abschließt. Mit reichlich Glück entkommst du den Klassenzimmern, ansonsten wird Frau Redmonds Kadaver dich auf ewig einschließen. Der Keller ist am gefährlichsten, dort Polizei ist dort betreten auf eigene Gefahr, aber man sollte besser fernbleiben. Ist das ein Rätsel? Warte. Ich kann hier... Doch. Ist das wieder so ein... Oh Gott. Ich versuch's mal mit oben. Kann aber auch sein, dass es diesmal eher unten ist, weil hier der Schatten nach unten geht. Na. Okay, sie hat mich kurz gehabt. Das Ding ist, ich muss ja damit die Tür anscheinend aufkriegen, um rauszukommen. Was ich aber nur nicht verstehe. Oder? Sollte doch so sein. Ich kann ja mal gucken, zurückkomme ich... Okay, ich kann mich hier noch weiter umgucken. Ha! Kamera 8. Ich weiß nicht, wie viele Kameras es hier gibt, aber 8 wäre schon mal eine Nummer, oder? Da will ich nicht hin. Okay. Nach unten hat schon mal nichts gebracht. Oder ich war nicht schnell genug. Oder darf ich das nicht machen, wenn das Licht an ist? Aber sie kam ja sofort, ne?
Also ich bin mir nicht sicher, wie ich es jetzt schaffen soll. Ich muss hier in der Dunkelheit bleiben. Ich kann mal gucken. Ich muss gleich losspurten. Ich muss gleich losspurten. Das hat nichts damit zu tun. Okay, ich muss gleich losspurten. Aber keine Ahnung. Ich glaube, sie kommt von hinten irgendwie. Klingt falsch, ich weiß. Okay, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ja, so viel dazu. Kann ich jetzt hier nach oben? Feuerverwandlung, bestimmt eine schöne Frau gewesen, aber... Hä? Ich meine, ich kann ja hier bloß... Oder muss ich sie irgendwie mit der Taschenlampe einschalten? Oder braucht das ein bisschen? Ich kann ja mal eine Runde drehen und dann eine Runde im Kreis laufen. Ich meine, das ist ja nicht umsonst so aufgebaut. Aber sie bewegt sich halt schon lustig, ne? Verdient hat es trotzdem nicht. Uah. Push the button oder was? Ja, natürlich. Jetzt weiß ich auch, wo die herkommt. Ah. Das Ding ist nur, er ist nicht schnell genug. Jetzt weiß ich auch, warum die mich vorhin gleich hatte. Also ich krieg das schon irgendwann hin. Keine Sorge. Ich weiß halt nicht, ob ich sie irgendwie abschütteln kann. Weil ich muss ja... Ah! Okay, es würde gehen. Ganz ruhig. So, schau, Ishi. Hä? Fehlt mir jetzt ein Auge? It took some work, but eventually I escaped all the locked rooms in the school. I saw the light and headed towards it. And finally, here I am outside, gazing up at the abandoned school with only one eye. I narrowly escaped just in time, for Mrs. Redmond's flesh was eager to take more from me. I had my fair share of justice with the loss of my eye, just before escaping. And how hilarious that Mrs. Redmond always questioned that there could be something wrong with my eyes, how I should visit the optometrist, as that might be the reason for disrupting her classes. Also hat er sich immer gestört gefühlt von ihr, weil sie gesagt hat, so mit den Augen aus, was in die Augen, geh mal zum Optiker. Das hat er falsch aufgefasst, hat sie deshalb fertig gemacht. Und er sagt jetzt, es ist Genüge getan, weil er hat ein Auge verloren. Sie hat aber Selbstmord begangen. Was für Penner. Also. Und Mario, danke für die Übersetzung. Ja. Hat sich ein bisschen komisch gelesen, aber ich kenne das Problem selber. Von einem anderen Indie-Game, wo ich ja auch mich daran beteiligen durfte. Ist manchmal ein bisschen schwierig, besonders wenn du das vorgefertigt kriegst. Okay. Gut, kann man. Ist halt ein kleines Indie-Horror-Ding. Ist, ja, nett gemacht. Man hätte, glaube ich, noch ein bisschen mehr rausholen können. Besonders das Ende von der Geschichte finde ich an sich eigentlich okay. Also. Mit dem Dings, dass er halt selber Selbstmord begangen hat und so, weil darauf bin ich jetzt dann gar nicht weitergekommen. Aber dass der Gerechtigkeit Genüge getan ist, weil er ein Auge verloren hat. Sie hat aber ihr Leben verloren. Das ist halt.
ein bisschen schade. Ansonsten muss ich sagen, ich habe mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen angestellt, weil ich erst nicht großartig weitergekommen bin, aber ich glaube, so halbe, dreiviertel Stunde brauchst du halt fürs Spiel. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch 2 Folgen draus gemacht haben. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir ja noch was anderes von dem Entwickler. Deswegen, ich werde das mal im Auge behalten. Ist ja wie bei Chillers Art zum Beispiel. Da wird dann morgen, glaube ich, noch, oder in den nächsten 3 Tagen auf jeden Fall, was von denen kommen, sind ja auch Indie-Entwickler. Das ist auch nicht übermäßig riesig, die Spiele, ne? Sind aber halt irgendwie einfach nice gemacht. Und so ist es ja eigentlich auch. Klar, man kann jetzt nicht sagen, es ist ein Wunderwerk, das ist der Horrorspielgeschichte, ne? Aber ich sag mal so, es sah gut aus, die haben sich eine kleine Story einfallen lassen. Ich hätte vielleicht mir gewünscht, dass es noch ein bisschen, es stand halt, es soll sehr atmosphärisch und so sein, auch von der Musik her. Hat jetzt für mich nicht so gut funktioniert. Da hätte ich mir vielleicht eher eine andere Geräuschkulisse gewünscht, wo man dann vielleicht denkt, naja, da kommt halt noch irgendwie was oder irgendwas ist bei einem oder so. Das war halt nicht so wirklich. Du hast halt die ganze Zeit nur das Gehirn außerhalb vom Fenster gehabt, was komisch war. Naja, ansonsten war ganz nett, das zu spielen. Horror-Feeling, ja, man hat es, glaube ich, gemerkt, kam bei mir jetzt nicht so krass auf, aber das geht bei mir halt auch immer relativ schlecht. Ne? Wisst ihr ja, glaube ich, mittlerweile. Falls nicht, dann, ja, ich bin da, bei mir wirken so wenig Sachen. War. Ne? Alles klar, ich sag trotzdem, was heißt trotz? Warum sage ich immer trotzdem? Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielleicht ist ja Education auch was für euch oder vielleicht einfach mal dem Entwickler auf Steam folgen oder so, wenn der noch andere Sachen macht oder gemacht hat. Vielleicht habt ihr oder habe ich ja damit euer Interesse geweckt. Alles klar. Vielen Dank und wir sehen uns dann morgen zu, ja, weiterem Indie-Horror-Gamechen, ne? Also bis dann. Ciao, ciao.